Ich werde in letzter Zeit öfters gefragt, welchen Schaumspüler soll ich mir denn nach Hause holen, wenn ich mein Fahrzeug, mein Motorrad, mein Fahrrad wasche? Und ich muss dann immer erstmal zurückfragen, wie viele Fahrzeuge habt ihr denn zu Hause? Wie viel wollt ihr damit waschen? Wie groß sind die Fahrzeuge? Habt ihr auch ein Fahrrad dabei? Habt ihr auch ein Motorrad dabei oder was auch immer? Wie groß ist der Fuhrpark? Denn danach richtet sich so ein bisschen auch die Schaumsprühergröße. Es gibt noch jede Menge andere Faktoren, die wichtig sind, um sich hier für den richtigen Schaumsprüher zu entscheiden. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Los geht's! Und ich habe es mir hinter den Schaumsprühern bequem gemacht. Ihr seht, von der Größe her ansteigend. Und damit ist auch direkt das Füllvolumen mit inbegriffen. Wir haben hier vier Versionen. Ich habe heute mal die vier Schaumsprühe von Gloria mitgebracht. Es gibt ja auch noch die Schaumsprühe von DiMartino und Quasar. Da können wir auch gerne nochmal ein extra Video machen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Oder schreibt unten in die Kommentare rein, wenn ihr das auch nochmal von anderen Herstellern sehen wollt. Ich fange jetzt erstmal mit Gloria an, weil die für mich eigentlich das größte Repertoire mit haben an Schaumsprühen. Und hier haben wir vier Modelle. Einmal die Gloria FM100, die Gloria FM10, die Gloria FM30 und hier haben wir noch die große FM50. Und ihr seht schon, die Größe ist erstmal der wichtigste Faktor. Und wir können diese Schaumsprüher in zwei Gruppen einteilen. Einmal hier auf der Seite die Handheld-Varianten. Die FM100, klein und handlich, kann man in einer Hand halten und damit bequem das Auto einsprühen. Und es ist einfach vom Gewicht her sehr leicht. Genauso auch hier die FM10 ist ein sehr bekannter Schaumsprüher, auch unter den Autopflege-Enthusiasten. Nur mit etwas mehr Füllmenge. Das ist sozusagen die große FM100, die FM10. Und dann haben wir noch zwei Schaumsprüher, die hier in dieser Variante genutzt werden. Das heißt, die stehen auf dem Boden und ihr habt sozusagen den Druckschlauch und könnt damit am Fahrzeug arbeiten. Oder ihr könnt diese Schaumsprüher auch mit diesem Haltegurt an der Schulter fixieren, das heißt wie eine Tasche tragen und damit ums Fahrzeug herumgehen. Das geht mit der FM30 wirklich sehr gut, weil das Gewicht ist hier noch völlig in Ordnung, obwohl wir hier schon 3 Liter Füllmenge drin haben. Bei der FM50 wird es mit dem Tragen schon sehr, sehr schwer. Also wenn ihr hier große Fahrzeuge einsprühen müsst, vielleicht auch einen kleinen LKW oder so, kann ja durchaus mal passieren, dann wird die FM50 hier mit 5 Liter Füllvolumen und insgesamt 7 Liter Luftvolumen doch etwas schwer, wenn man die sich hier an die Schulter hängt. Deswegen nutzt man die gern hier als Stehvariante. Deswegen ist der Standfuß hier unten auch noch etwas breiter und der Schlauch noch etwas länger. Also die Variante wird von den meisten wirklich nur als Stehvariante genutzt. Die FM30 kann man sich noch bequem um die Schulter hängen. Vom Sprühkopf vorn her sind alle Schaumsprüher identisch. Also sie haben dieselben Düsen und auch das Schaumbild sieht bei allen eigentlich sehr ähnlich aus. Es kommt dann immer darauf an, was habt ihr für Wasser zu Hause, ist das sehr kalkhaltig, dann was für einen Schaum nutzt ihr? Wie setzt ihr das Verhältnis zwischen Wasser und Snowfoam? Das sind alles so Sachen, die man mit jedem Schaumsprüher erst herausfinden muss. Aber am Ende geben sie, wenn ihr das perfekt einstellt, das gleich gute Schaumbild. Und jetzt schauen wir uns mal kurz jeden Schaumsprüher etwas genauer an. Gloria FM100, kleinste Variante, 500 ml Nutzvolumen, 3 bar Maximaldruck. Zwar sehr handlich, aber das Nutzvolumen ist doch sehr gering und 500 ml Schaumwassergemisch sind sehr schnell versprüht. Also das ist eher so ein Schaumsprüher, wenn ihr noch kein Fahrzeug zu Hause habt, wollt aber trotzdem zum Beispiel euer Fahrrad oder euer Motorrad damit einsprühen, dafür reicht die Füllmenge noch. Aber wenn ihr schon Motorrad fahren dürft, dann wird es auch so sein, dass ihr vielleicht in ein, zwei Jahren auch schon Richtung Auto schielen könnt und da wird die FM100 doch etwas zu klein. Also hier fehlt es dann an Füllmenge. 500 ml ist einfach zu wenig, das ist eher so für die kleinen Flächen. Und wenn wir mal von der Autopflege etwas absehen, ist das vielleicht auch eher im Haushalt einsetzbar oder das wird auch gern in der Industrie eingenutzt, um da Flächen mit Schaum einzusprühen, um die im Anschluss zu reinigen. Also das sind ja effektiv keine Autopflegeprodukte, sondern diese Schaumsprüher werden auch sehr gern in der Autopflege eingesetzt, aber trotzdem auch im ganzen industriellen Bereich. Das Teil für die Autopflege etwas ungeeignet, macht zwar ein gutes Schaumbild, Problem ist nur, die Füllmenge ist einfach zu gering. Und deswegen hat sich auch in den letzten Jahren hier die Gloria FM10 durchgesetzt. Hier haben wir insgesamt 1 Liter Füllvolumen und haben wieder 500 zum Verdichten. Das heißt, wir haben die doppelte Menge, die wir in der FM100 zur Verfügung haben. Hier könnt ihr doch länger sprühen. Bei normalen Fahrzeugen hier im Kompaktbereich habe ich die Erfahrung gemacht, reicht die FM10 noch aus. Wenn ihr schon Richtung SUV wollt oder vielleicht so ein Kleintransporter, da ist auch die FM10 vom Füllvolumen schon etwas zu klein. Und damit müsst ihr am Ende nochmal nachfüllen und braucht 2 volle Füllungen für so ein wirklich großes Fahrzeug. Trotzdem hat die FM10 hier ihre Fans und das liegt auch daran, dass die Qualität einfach passt. Und vom Preis her seid ihr aktuell so zwischen 25 und 30 Euro. Also das ist damit noch im vertretbaren Bereich. Aber trotzdem kann das hier bei großen Fahrzeugen noch etwas zu klein sein. Und jetzt kommen wir zu den beiden größeren Schwestern oder Brüdern, je nachdem wie ihr das seht. Die FM30 kommt dann Frühjahr 2019 auf den Markt. Und die ist von der Füllmenge her eigentlich das Optimalste, was ich bisher so in den Händen halten konnte.
konnte. Ihr habt 3 Liter Schaumwassergemisch hier in dem Vorratsbehälter, insgesamt 5 Liter Volumen. 2 Liter können komprimiert werden. Und ihr habt es ja schon im Testvideo gesehen, ihr braucht ungefähr 35 Pumpstöße, bis hier Maximaldruck aufgebaut ist, wenn ihr 3 Liter Füllmenge drin habt. Und es dauert ungefähr 20 Sekunden, die per Hand aufzupumpen. Das finde ich völlig okay. Und das Positive, ihr habt noch diesen kleinen Verlängerungsschlauch dabei, diesen Spiralschlauch. Und damit könnt ihr auch bequem auf dem Dach arbeiten und auch bei größeren Fahrzeugen könnt ihr da schön auf dem Dach sprühen. Das ist ja bei diesen kleinen Handheld-Schaumsprühen immer etwas schwierig, dann oben auf den SUV drauf zu kommen. Also da bietet sich die FM30 in Zukunft doch am besten an, weil auch das Gewicht passt. Und selbst mit 3 Liter Füllvolumen könnt ihr die noch bequem um die Schulter legen und die ist noch nicht zu schwer. Und damit ist die FM30 für mich so der absolute Allrounder, weil ihr könnt damit auch große Fahrzeuge einsprühen. Und wenn ihr noch ein zweites Fahrzeug an der SB-Box mit dabei habt, da reicht die Füllmenge auch noch aus, um das komplett noch mit einzusprühen. Da wird es bei den beiden schon richtig schwer. Und hier kommen wir zur FM50. Das ist eigentlich so der Schaumsprüher für die Aufbereiter, für die Personen, die wirklich am Tag mehrere Fahrzeuge einschäumen müssen und reinigen müssen. Und hier ist einfach das Volumen gegeben, um möglichst lange damit zu arbeiten, weil jedes Mal alles auseinanderzuschrauben, hier wieder aufzufüllen, neu zu mischen, das fällt hier weg, weil ihr habt einfach viel Schaumspeicher zur Verfügung. Auch der Spiralschlauch hier ist doch ein ganzes Stück länger als bei der FM30. Und hier vorne habt ihr auch nochmal einen Druckmanometer dran, um dann zu schauen, wie viel Restdruck ist noch übrig. Weil bei der FM50 ist hier an der Seite auch so ein Druckluftanschluss dran. Da haben ja viele Aufbereiter oder viele gewerbliche Nutzer auch einen Druckkompressor zu Hause und können gleich oben das anschließen und die FM50 wieder auf Betriebsdruck bringen. Das ist so ein Vorteil. Das heißt, hier ist dieses kleine Anschlussventil mit dran. Wenn ihr das bei der FM30 mit nutzen wollt, dann müsst ihr das im Zubehörshop noch mit dazu holen. Kostet ungefähr 10 Euro. Auch dazu haben wir schon ein Video gemacht, verlinke ich euch nochmal hier an der Oberseite. Damit könnt ihr dann auch diese kleinen Akkupumpen hier an der FM30 nutzen. Also die Kombination ist meiner Meinung nach absolut unschlagbar. Und damit platziere ich hier die FM50 wirklich nur im gewerblichen Bereich, Aufbereiter und so weiter. Weil für den normalen Hobby-Nutzer ist die einfach zu groß. Außer ihr müsst wirklich viele, viele Autos an einem Tag waschen, aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Im Hobbybereich zu groß, etwas zu schwer und damit auch irgendwie zu unhandlich im Fahrzeug. Da ist die FM30, die jetzt auf den Markt kommt, doch besser geeignet. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal einen kleinen Überblick verschaffen über diese verschiedenen Schaumsprüher und für wen welcher Schaumsprüher am besten geeignet ist. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, welcher Sprüher ist für euch am besten geeignet, welchen habt ihr schon zu Hause und welchen hättet ihr gern zu Hause. Vielleicht können wir in Zukunft auch noch mal ein kleines Gewinnspiel hier zu dem Thema starten. Und ich freue mich auch auf euer Feedback unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Danke euch fürs Zuschauen und wir lesen uns jetzt in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.